Hi Leute, willkommen zum Sonntag bei der Workshop Gang. Wir wollen ein kurzes Video machen. Hab ein bisschen leichten Hals, also alles gut. Ja, ich werde ja immer wieder gefragt, wie ich diese Lederpunzen so ins Leder gepresst bekomme. Und es gibt natürlich so Buchpressen, es gibt diese Pressen, die ich ja selber schon mal hergestellt hatte. Es gibt alles Mögliche. Aber viele Leute haben sowas überhaupt nicht da und ich habe mir da mal so eine Methode überlegt, wie man das ganz leicht eigentlich privat machen kann, ohne dass man da jetzt irgendwelchen großen Stress hat. So, die wichtigsten Werkzeuge sind da eigentlich nur ein bisschen Wasser, das Leder. Also ich habe jetzt hier H2O, Wasser, mal in diese Sprühflasche gemacht. Unser Stück Leder. Dann habe ich ja verschiedene Punzen. So, ich habe jetzt mal ein paar rausgesucht. Das ist jetzt eine Messingpunze. Und dann habe ich hier das gleiche mit einem Hund in Alulegierung und mal noch einen Teufel. So, was brauchen wir denn noch so Schönes? Also, ich kann empfehlen ein Stück Holz. Einfach nur irgendein Stück Holz. Dann ein Gummi. Je nachdem. Es geht auch ein Plastikschneidbrett. Zum Beispiel aus der Küche. Wenn man ein altes Plastikschneidbrett hat, was man nicht mehr benötigt, kann man genauso verwenden. So, ich habe dann mal noch etwas dickeren Gummi. Dann kriegt man vielleicht einen Bastlerbedarf oder Baumarkt oder sowas, keine Ahnung. So, also es geht alles Mögliche und wenn man die Sachen gar nicht hat, also Gummi oder sowas gar nicht hat, dann geht auch ein ganz normales Buch. Irgend so ein Notizbuch oder sonst irgendwas, was nicht ganz so wichtig ist. Irgend sowas geht genauso gut. So, und was machen wir als nächstes noch? Das Wichtigste. Ganz simple, einfache Schraubzwingen. Ich habe jetzt mal zwei hier, eine etwas ältere. Die ist ein bisschen größer, geht wahrscheinlich dann auch etwas besser, wie diese kleine hier. Jetzt geht erstmal der Kompressor an. Ja, diese kleine hier, ja, wie gesagt, das ist eben dann so, reicht eigentlich. Reicht, aber wenn man eine größere hat, soll man eine größere nehmen. So, und dann natürlich den Tisch, wo man das Ganze machen kann. Ich werde euch jetzt mal ein Stück nach unten drehen. So geht's. Ja, das dürfte schon fast so gehen. Das ist immer mit dieser Kamera einrichten und so weiter. So, es ist jetzt natürlich ein bisschen verkehrt rum. Warum ist denn das jetzt verkehrt rum? Jetzt ist das Bild wieder richtig rum. Ah, gut. So, warum wackelt mein Stuhl? Gut, also. Im Grunde genommen ist es ja so, das Leder wird nass gemacht. Und dann wird einfach diese Punze so reingedrückt. Und dann eine Weile in dieser Position gehalten. Und damit hat man natürlich dann den Vorteil, dass dieser Abdruck dann hier im Leder ist. So, ich habe jetzt hier eine alte Werkbank. Und gerade wenn ich jetzt mit einer Schraubzwinge hier arbeite, ich möchte es nicht unbedingt am Küchentisch machen. So, logischerweise, auch mit so einer Schraubzwinge kann man da mal ein paar Kratzer hinterlassen, muss man nicht unbedingt am Küchentisch machen. Also wenn ihr eine Werkbank habt oder sowas, sollte das eigentlich reichen. So, als erstes müssen wir natürlich das Leder nass machen. Das werden wir jetzt mal tun. Was nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen auch gleich mal... Wir nehmen den Teufel. Der ist schick. Das Leder schön nass machen. Einfach so. Ich wische es meistens noch ein bisschen so ab. Dann legen wir uns das schön auf die Kante, so wie wir das brauchen. Weil wir müssen ja mal bedenken, die Schraubzwinge hat ja bloß einen gewissen Abstand. So von der Tischplatte hin. Jetzt ist es so, wir könnten die Schraubzwinge so rum ran machen. Wir könnten sie aber auch so rum ran machen. Also ich bevorzuge das so rum, weil unter meinem Tisch habe ich ein bisschen weniger Platz. Da stehen ein paar Kisten mit Material, da habe ich keine großen Chancen. So, dadurch, dass ich jetzt schon eine Holzplatte unten drunter habe, ist das in Ordnung. Was mache ich jetzt? Jetzt ist es einfach so, das Stück Holz, was normalerweise dann unten drunter liegt, lasse ich jetzt mal weg, weil normalerweise ist es ja dann so hier. Das kann ich jetzt weglassen. Weil bei mir ist die Werkbank eh aus Holz. Und jetzt nehme ich mir irgendwas und lege das eigentlich
hier oben nochmal drauf. Damit das Leder, das ist ja nicht überall gleich von der Stärke her. So, das sieht man hier, sieht man es mal so ein bisschen schön deutlich und so weiter. Damit das ein bisschen ausgeglichen wird, habe ich da so den Trick mit dem Buch. Einfach das Buch oben drauf, also nochmal, Leder nass, Punse, das Buch drauf. So, und damit wir das alles noch ein bisschen haben, mal gucken, ob das jetzt mit der Schraubzwinge geht, weil die macht da ein bisschen. Jetzt müssen wir natürlich genau gucken, dass wir dann auch die Mitte so vom Stempel erwischen. So, und dann drehen wir das Ganze einfach mal zu. Zack. Also tut euch das vorher ein bisschen markieren, wie gesagt. So ein Stück Gummi oder sonst irgendwas, das geht natürlich ein bisschen besser, wenn das Buch jetzt so groß ist. Ich hätte jetzt das an die Ecke legen sollen, damit ich dann ungefähr sehe, okay, hier ist die Mitte. Ja. So. Je länger die Punse in der Presse drin ist, also je länger das zusammengepresst ist, umso schöner und so intensiver ist auch der Abdruck. Das müsst ihr euch merken. Also das ist wirklich das A und O. Wenn ich den jetzt mal über Nacht drinnen lasse, ist der dann richtig enorm dunkel. Mache ich das nur ganz kurz, dann ist der ziemlich hell, aber ist im Grunde genommen eigentlich das Gleiche. So, bloß eben, je länger, desto dunkler. So, jetzt habe ich den jetzt zum Beispiel mal nicht ganz mittig erwischt, wie man das sieht. Ne? Also habe ich den dann doch nicht genau in der Mitte erwischt. Also das Ganze nochmal ist ja jetzt nicht das Problem. Machen wir daneben nochmal. Ich nehme jetzt mal das so. Damit ich dann irgendwo weiß, wo ich die Mitte habe, mache ich es jetzt mal so. Das geht nämlich ebenso. Ich lasse jetzt mal das Buch kurz weg, damit wir den Effekt mal haben. Damit wir das auch sehen. So. Jetzt drehen wir den ganzen Spaß schön zu. 12 Sekunden später. Jetzt haben wir nämlich auch die Mitte. So, wir drehen mal das Holz nochmal auf. Ja, aber ich denke mal, wir haben es doch schon. So, Moment. Ich hole jetzt mal ein bisschen Luft. Leder ist ja jetzt noch etwas nass, aber ich denke, man kann es erkennen. Und im Grunde genommen ist das die ganze große Geschichte. Also, wie gesagt, nochmal kurz. Punse, je nachdem, was wir haben. Leder nass machen, Punse drauf. Stück Holz zum Ausgleichen, ein Buch. Dann bitte aber so an die Ecke legen, so dass wir wissen, wo die Mitte ist. So, oder eben ein Gummi. So, alles Mögliche kann man verwenden. Ja, und im Grunde genommen ist das das ganze Hexenwerk. So, und ich sage mal, hätten wir den jetzt mal wirklich noch ein bisschen drinnen gelassen, so wäre der jetzt noch viel intensiver. Aber ich denke, das ist so vollkommen in Ordnung. Damit, in diesem Sinne, wünsche ich euch natürlich allen einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Die Workshop-Link. Bye, bye.